So, herzlich willkommen zu FumuTech TV. Heute möchte ich mit euch auf eine Frage eingehen, die wir schon ein paar Mal zu unseren tiltbaren Anbaugeräten bekommen haben. Gibt es ja einmal hier als Tiltrotator, ganz neu für den PC219 und PC228. Wir hatten das Ganze aber auch schon für unseren PC490. Und da kam eben schon öfter die Frage auf, wie entlüfte ich die Tiltzylinder richtig, damit hier einfach keine Luft mehr im System ist und dass die Tiltfunktion wirklich stabil steht, also dass da keine Bewegung mehr drin ist. Und das ist in dem Fall ein bisschen speziell, und zwar deswegen, weil die Zylinder relativ klein sind. Im Verhältnis zu dem ganzen, Volumen von der Festverrohrung ist es in der Regel sogar so, dass das Volumen hier kleiner ist als das Volumen der ganzen Leitungen, und dadurch entlüften sich die Zylinder nicht mehr selbst, weil die Luft, die im Zylinder ist, die schafft es eben nicht bis in den Tank. Deswegen müssen wir die Tiltzylinder oder diese Tiltanbaugeräte ein bisschen speziell behandeln oder ein bisschen speziell entlüften. Ist aber keine große Geschichte, das wollte ich euch heute gerade mal hier am Beispiel des Tiltrotators zeigen. Den habe ich jetzt hier für unseren PC228 fertig gemacht mit Serienteilen, und dann dachte ich mir, bevor, wenn du das jetzt machst, machst du ein kurzes Video dazu. Gut, prinzipiell ist wichtig, dass die Leitungen selbst entlüftet sind. Da geht ihr am besten her, entweder ihr hattet schon ein Anbaugerät dran, dann sind sie meistens entlüftet bzw. befüllt. Sollte das so ein Tilt-Anbaugerät, das erste Anbaugerät sein, das ihr einsetzt, empfehle ich euch, nur die Anschlüsse zu nehmen, die dabei liegen, also die Steckanschlüsse, die in die Kupplung reinzustecken, Pumpe auf Grunddrehzahl, das Ventil leicht zu öffnen, bis da vorne Öl rauskommt. Dann drückt es einfach von hinten her die komplette Luft aus den Leitungen und ja, bis vorne eben dann noch Öl kommt, dann habt ihr die komplette Leitung definitiv entlüftet und mit Öl befüllt. Das ist mal der erste Schritt. Dann kommt eben der etwas speziellere Teil hier mit dem Tiltrotator. Der wird nämlich in dem Fall getrennt befüllt oder eben auch entlüftet. Und dazu macht ihr euch dann die Schläuche, ich habe das hier schon soweit fertig, lenkt ihr komplett ab, macht die Anschlüsse dran, die ihr dann da anstecken könnt. Und dann geht man im Prinzip her, ich mache hier gerade mal das Ganze an, hebt das an, nimmt sich ein separates Glas mit Hydrauliköl, das muss jetzt nicht so groß sein wie hier, kann auch ein bisschen kleiner sein, und guckt, dass man da beide Anschlüsse reinhängen kann. So, machen wir hier mal aus. Ich gucke mal, ob wir hier noch ein bisschen reinzoomen können. So. Also ich denke, man sieht relativ schön, dass beide Schläuche müssen eben in dem, im Öl drin hängen. Und dann geht ihr einfach hierher und bewegt einfach die Tiltfunktion von Hand. Und wenn man jetzt genau hinguckt, hoffen wir, man sieht es auf der Kamera, dann kommen da eben Luftblasen raus. Das heißt, ihr drückt die Luft aus dem Zylinder raus in die eine Richtung, und in die andere Richtung zieht es dann eben das Öl rein. Und das Ganze macht ihr so lange, bis man da nichts mehr sieht. Ja. Wenn ich jetzt hier bewege, da entstehen keine Luftblasen mehr, nichts mehr. Jetzt habe ich im Prinzip beide Zylinder komplett mit Öl gefüllt, inklusive der Leitung, da ist jetzt keine Luft mehr drin. Und wenn ich die jetzt anstecke, dann habe ich im kompletten System keine Luft mehr, und dann habe ich da eben eine wirklich starre Verbindung. Tupfen.
gucken wir uns das mal zusammen an. Bewegt das jetzt einfach nochmal 2-3 Mal hin und her. Schauen wir mal, ich hoffe, dass man das auch auf der Kamera sieht. Das ist jetzt hier richtig fest, da ist keine Luft mehr drin, das ist richtig eine feste Verbindung. Und ja, dann hat man eben auch mit der Geschichte mit dem Tiltanbau-Werkzeug wirklich seinen Spaß. Man muss halt diesen extra Schritt gehen, weil die kleinen Zylinder einfach ja, sich nicht selbst entlüften, aus dem einfachen Grund, weil das Volumen vorne der Zylinder kleiner ist als das von den kompletten Rohrungen. Deswegen muss man es getrennt entlüften. Wenn man das macht, hat man auch hier Spaß. Ja, hoffe, es war was dabei in dem Video für euch. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.